Wir betreten die Welt der Dämonen. Und mir fällt ein, ich wollte noch einen Charakter wechseln. Und das konnte ich nicht irgendwie in der letzten Episode machen oder während der Aufnahmen. Aber ich habe, glaube ich, so ein bisschen die Tradition, jede Episode mit... Also nicht jede Episode, sondern jede... hier, ihr wisst schon, ne? Jede neue Welt mit Mario anzufangen. So, und genau das machen wir jetzt auch. So, was ist denn das hier? Das ist nur Hintergrund, das Geld. Wir haben noch unseren Mega Man-Anzug, aber wir haben anscheinend keine Lebensleiste mehr. Das heißt, ein Treffer und das ist weg. Ich glaube... Hier kann ich auch drauf stehen, okay. Also ich glaube, es gibt auch keine neuen Mega Man-Anzüge. Oh, das war jetzt knapp. Wow, scheiße, das ist echt blöd. Oh, die sind aus Doom. Ich glaube, das Level ist auch komplett auf Doom so bezogen. Ich weiß aber nicht. Okay, das kann man aufschlagen. Pass auf das Spiel, Doom. Okay. Boom. Mach einfach alles kaputt. Wird schon richtig sein, was ich hier mache. Wow, ein Monster. Oh, es hat mich getroffen. Das andere auch. Ohne Waffen ist das hier gar nicht so schön. Okay, wir gehen weiter. Interessantes Level. Okay, hier stehe ich mal lieber drauf, anstatt das kaputt zu machen. Sonst habe ich ja keinen Boden mehr. Ach, du Arsch, Alter. Ich dachte, ein Schuss und gut ist, ne? Aber... Ja, leider. Nicht ganz! Oh, scheiße. Wieso ist denn das jetzt aufgebrochen? Oh, nee. Scheiße. Ich habe natürlich keinen Checkpoint gehabt. Und jetzt darf ich erstmal ohne Mega Man-Anzug rein. Fies. Okay. Also, auf ein neues... kann er es kaputt machen? Ja. Dankeschön. Tja, ah, oh, scheiße, wie schon wieder, ey. Also ich glaube, Mega Man-Anzüge sehen wir jetzt hier gar nicht mehr. In diesem, ich weiß nicht, ob man die nie wieder sieht im Spiel, aber ich glaube, denke ich mal, da es jetzt keine Mega Man-Welt mehr ist, gibt es jetzt auch erstmal keine mehr. So. Wie, es geht wieder auf. Ah, durch die Koopa-Shell. Oh nein! Oh Mann. Scheiße, Alter, das ist schon wieder kaputt gegangen, alles. Okay. Nochmal. Einfach nochmal. Ich kriege zumindest einen Pilz am Anfang, sonst wäre ich komplett am Arsch. So. Ja, komm, gib mir dann das Geld wenigstens. So. Das ist echt eine fiese Stelle da, wo ich die ganze Zeit sterbe. So, diese Monster hier. Reicht mal ausnahmsweise aus, ne? Viel Spaß. Was? Warum geht das nicht kaputt? Hm, komisch. Okay, jetzt muss ich aufpassen mit meinen Schüssen. Boah. Okay, ich versuche mal echt einfach nicht zu schießen, keine Cooper Shell zu schmeißen. Wie hätte ich das jetzt ohne einen Treffer machen sollen? Boah. Kirsche oben, die will ich. So. Oh, scheiße, Bomben. Das ist eine scheiß Idee. Bomben. Also da oben ist noch eine Kirsche, aber. Erstmal, ich komme nicht dran. Okay, ich komme dran, aber ich will nicht dran kommen, weil da habe ich hier wieder 10 und ja, dann habe ich ja nichts vom Stern. Was war das für eine Musik? Oh Scheiße, was? Als ob das so anfängt, ey. Da konnte ich... Diesen Schuss, dafür konnte ich jetzt gar nichts. Okay, wir haben schon mal ein riesiges Dämonenmonster getötet. Guter Anfang, würde ich sagen. Oh nee, jetzt habe ich... Na gut, komm, gib mir wenigstens hier ein neues Power. So, Geld kriege ich wenigstens ganz gut. Okay, Koopa Shells dürfen nicht... geworfen werden! Oh! Damit, wenn ich die Wand berühre, dann schon. Und ich habe nicht mal einen Checkpoint gehabt, Alter. Ich muss wieder alles von vorne machen. Doch, ich habe einen Checkpoint. Okay. Hä, wann habe ich einen Checkpoint hier gesammelt? Okay, umso besser, ganz ehrlich, weil... Also lieber, ich erinnere mich nicht dran und hab's, als andersrum. Ah! Oh, das ist verdammt nochmal wieder passiert. Oh, jetzt ist dieses fette Viech nicht mal tot, ey. Was? Ja, und jetzt? Ja, hier schießen die von allen Seiten auf mich, also... Mein Pilz. Oder auch nicht. Ja. Boah, ist das ein Level, ey.
Boah, den will ich aber noch. Okay, jetzt kann ich ja nicht schießen. Also. Er macht alles kaputt. Oh, jetzt mal stirbt dieses Viech aber nicht. Und ich komme nicht an dem vorbei. Doch, jetzt. So, die Stelle hier ist echt mal mega scheiße. So, ich darf die Koopas nicht mal halten, theoretisch. So. Jetzt mache ich alles kaputt. Das ist mir jetzt nämlich egal. Wo ist denn die Pflanze aus welchem Spiel? Auf jeden Fall nicht aus Doom, die passt da gar nicht rein. Ja, Doom. Ich verwechsel manchmal Doom und Wolfenstein, die beiden Spiele. Deswegen, weil ich finde, die sehen voll ähnlich aus. Soll ich das hier kaputt machen? Ich weiß es nicht. Oh. Ob das so schlau war? Ich glaube nicht. Ah, jetzt kommt ja nicht mehr hoch. Aber egal, ich meine, wie gesagt, auch eine Kirsche, die ich nicht haben will. Oh, fuck. Scheiße! Oh, ich habe nicht mal Zeit, diesen... Okay, ich darf auf die drauf springen, das wusste ich schon mal nicht. Oh, was für eine Jagd. Was ist denn das jetzt wieder? Oh mein Gott, was für ein Viech. Oh, ich bin zu langsam. Kein Checkpoint, habe ich recht? Kein Checkpoint, ich habe recht. Oh, ist das scheiße, ey. Ja, komm, schieß, was du auch mal schießt. Boah, wie gemein. Blume. Ja, das ist ein sehr unschönes Level. Das ist eine coole Idee und das hat es in diesem Spiel so noch nicht gegeben. Das ist eine Level-Idee. Oh Gott. Na, dann wenigstens nach da. Ich hätte es fast geschafft, vielleicht da rüber zu springen, aber keine Chance. Das Spiel lässt mich einfach nicht. Oh. Dann gib mir wenigstens das hier. Das ist echt nervenbereitend. Keine Ahnung, es. Oder es nervt einfach nur. Wieso ist das Viech einmal gestorben und dann nie wieder? Oh, toll. Das hat er echt gut gemacht. So ganz kurz vom Tod mich noch mit dem Block abzuwerfen. So, ich sammle immer zumindest das hier ein. Oh, scheiße, das ist fast kaputt gemacht. Der zweite, der ist so mies hier. Toll, was mache ich jetzt mit dem? Was mache ich jetzt hiermit? Hier. Okay. Wäre der Schuss daneben gegangen, tot. So, schon mal so weit, so gut. Wenn es hier nach mir gehen würde, würde ich hier noch mehr Checkpoints mitkriegen. Was ist denn das? War der eben schon? Wow. Okay, Dämonenfisch. So. Ah, oh, da kommt ja noch einer, wie gemein. Fuck. Schon nicht so. Es ist keine Zeit, diesen Pilz zu sammeln. Ich glaube, ich bin schneller als eben. Komm, irgendwann Ende. Okay, gut. Bevor ich die Kirsche sammle, gucke ich, ob hier es noch weitergeht. Es geht ja noch weiter. Also nehmen wir uns die Kirsche. Und gehen mit Stern hier weiter. So, und jetzt ist mir alles egal. So, mir ein bisschen unangenehme Arbeit erspart, denke ich. Oh Gott, hier geht's ja noch weiter. Also so eine Zaubermaschine. Soll ich die mitnehmen? Ich weiß es nicht. Kann auch wieder alles kaputt gehen und dann bin ich am Arsch. Was bist du? Nein, der ist aus Ghosts'n Ghosts oder wie das scheiß Spiel heißt, ey. Oh Gott. Oh
Gott, gut, ich nehme das jetzt mit. Und einen daneben, Schuss, einen Schuss daneben und ich bin tot. Das ist ein richtig penetranter Gegner. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht nochmal. Boden. Secret Exit? Gut, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das Secret Exit freischalten kann. Aber wir haben zumindest ein Ziel geschafft. Das ist doch schon mal gut. Aber Secret Exit? Wie denn das? Vor allem, was würde es mir denn freischalten? Auch so gefragt. Es kann mir ja nichts freischalten. Tja. Jetzt müssen wir mal den Anfang vom nächsten Level machen. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht das ganze Level lösen. Aber nur mal so einen kurzen Sneak Peek. Okay, das ist Ghosts and Ghosts. So ein... Oder Ghosts and Goblins. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel immer heißt. Sollte mich mal lieber informieren. So, mit Zombies, mit Mond im Hintergrund. Und diesen Scheißviech, boah, der ist echt ein Arsch. Guck, der hängt dann da oben. Der denkt so, ja, da kommt der da runter. Und der verfolgt mich jetzt, ne? Also, der lässt jetzt nicht locker. Was hat mich der nicht getroffen? Oh, seht ihr, wie lange der da hängt? Okay. Zwei von denen. Tja, die gehen nicht weg, ne? Die bleiben jetzt die ganze Zeit. Ich renne jetzt einfach nur durch. In Hoffnung. Okay, seht ihr, ich habe sie abgehängt. Schon mal gut. Geld. So, ist das ein Checkpoint vielleicht? Das könnte ein Checkpoint sein. Okay, wir gehen weiter runter. Und wir sind im nächsten Abteil. Von diesem Spiel halt. Ha, Vogeltod. Oh. Guillotine. Autsch. Schade. Vor drauf. Scheiße, was? Ah, da oben ist ein Vogel, Alter. Oh nein! Der weckt mir zum Leben und bringt mich um. Wie gemein. Okay, wisst ihr was? Wir haben nicht umsonst dieses Level gemacht. Wir haben einen Pilz aus uns freigehauen. So. Wer soll mich hiermit jetzt noch aufhalten? Okay. Und weiter geht's. Achso, und ich kriege noch ein Zusatz-Item. So, machen wir erstmal hier mit und dann gucken wir mal mit dem Hammer, wann wir den einsetzen können. Scheiße, vielleicht jetzt. Warte, ich will erst das Geld haben. Oh, jetzt ist der Vogel aktiv. Okay, der ist nicht ganz so schlimm. Also die Musik kommt jetzt aber nicht aus dem Spiel mir bekannt vor. Ist auch noch. Moment, habe ich die eben eingesammelt? Irgendwie nicht, oder? Mist. Okay. Aber sind schon mal weitergekommen. Man muss immer alles positiv sehen. P-Switch. Geld. Ja gut. Mist. Okay, zumindest habe ich mich ein bisschen hier hoch dadurch gebracht. Hier ist auch wieder so eine Waffe, Zauberstabwaffe. Oh. Dann muss ich ihn hier killen. Ich mach doch das hier auf. Ja schon. Ist er noch da? Okay, wir haben ihn. Ja. Und jetzt kommt doch wieder diese Musik. So, hier kann ich einfach durchlaufen. Zumindest bis hierhin, ne? Ein Checkpoint habe ich aber, glaube ich, nicht erreicht. Also. Kann ja noch viel schief gehen, denke ich. Boah, diese Viecher sind. Diese fliegenden irgendwas-Geister. Auch aus dem Spiel. Ach, der landet genauso, dass er mich trifft, leider. Weil viel Platz zum Ausweichen habe ich ja nicht. Kann ich denn nicht mal. Oh Gott. Oh nein! Scheiße. Ah, ich habe einen Checkpoint erreicht. Okay, immerhin. Ah, Mann. Ich weiß nie, ich merke das nicht, dass ich Checkpoints erreiche und dann passiert sowas. Jetzt habe ich aber kein Item mehr. Ah, Mann. Ein Shop ist natürlich erst rechts. Deswegen kann ich ja nicht hin. Ich müsste in eine andere Welt erstmal zurück. Das heißt, Items. Ich probiere es noch einmal ohne und dann. Wenn das erste Viech, was hier wieder ankommt, mich direkt wieder getötet hat, dann gehe ich mal Items kaufen. Langsam sind wir an einem Punkt in diesem Spiel angekommen, da brauche ich Items, weil guck mal, wie schwer das einfach ist. So, okay, vielleicht nicht so schwer, aber schwer genug, dass ich hier voll abkacke. Komm, erstmal zurück ins Pilzkönigreich. Ist hier irgendwo ein Laden in der Nähe? Da hinten. Beziehungsweise scheiß auf den Laden. Wir haben noch Pilzhäuser übrig.
Waschbär. Damit fliege ich einfach über meine Probleme. Obwohl mich bestimmt das erste Ethan trifft und mir diese Fähigkeit auch wieder wegnimmt. So, zurück in die Hölle. So, ich ver... Wieso kriege ich jetzt das? Das habe ich eben noch nicht bekommen irgendwie. Ich verstehe nicht, wie diese Schatzruhen manchmal zustande kommen. Und manchmal halt nicht, ne? Oh, oh, oh. Ja, lange kann ich jetzt auch nicht fliegen. Irgendwann ist hier auch vorbei. Okay, aber hier nehme ich einfach einen neuen Anlauf und ich mache den hier. Also, kein Problem. Ich hoffe, ihr seht es nicht als Cheaten an. Okay. Boah. Okay. Oh, seht ihr, und dann ist auch Ende. Ich hätte echt nur dieses Stück da schaffen müssen. Seht ihr, diese Schatzhunde, die kommen echt da so aus dem Nix. Ist jetzt gerade auch wieder passiert. Okay, seht ihr, damit haben wir es geschafft. Boah, die Hölle ist hart. Die Hölle ist echt schwierig. Ihr seht's. Aber gut, jetzt bin ich durchs Fliegen natürlich ein bisschen einfach drüber gekommen. Ich hätte natürlich auch Meta Knight oder so spielen können und das wäre dann dadurch gegangen. Ja, gut. Das bringt uns zurück hier in Welt 2. Oh. Ach, da komme ich nur von da rein. Okay. Nächsten Part haben wir wieder ein Stück Welt 2. Raccoon City. Aus... Nicht Silent Hill? Doch, Silent Hill, oder? Nicht Resident Evil. Resident Evil oder Silent Hill? Resident Evil, richtig? Raccoon City war in Resident Evil. Ein bösen Spiel. Boah, mit ganz viel Horror und Monstrosität. Aber gleichzeitig auch teilweise in unserer Welt zu... angelehnt. Also ist das eine gute Kombination. Also nächsten Part geht's mit Resident Evil weiter. Bis dahin.